Schauspieler, Sänger und Komponist Jan-Josef Liefers. Und Professor Dr. Michael Zokos, Leiter der Berliner Rechtsmedizin, nehmen uns mit zu einer True-Crime-Weltpremiere. Der ersten echten Dokumentation von zwei rechtsmedizinischen Obduktionen. Wir untersuchen heute zwei ungeklärte Todesfälle. Wir wissen nicht, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder einen Tötungsdelikt handelt. Das sind eben authentische, reale Fälle, die wir in der Rechtsmedizin untersuchen, mögliche Kriminalfälle. Und das sind eben nicht irgendwelche Körperspender, die sich jetzt für eine wissenschaftliche Untersuchung zur Verfügung gestellt haben, sondern das ist wirklich aus dem Leben, das sind authentische Fälle. Da wir nicht wissen, wer heute obduziert wird, wer das ist, was das für Menschen sind. Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass dort jemand liegt, den ich kenne. Ein scheinbarer Selbstmord, der Rätsel aufgibt. Und ein mutmaßlicher Herzinfarkt in einem öffentlichen Park. Wie sind die beiden wirklich gestorben? Durch einen Selbstmord? Einen Unfall? Einen natürlichen Tod? Oder durch ein Tötungsdelikt? In dem Moment, wo wir feststellen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt oder auch nur der leiseste Verdacht besteht, müssen wir natürlich die Dreharbeiten abbrechen. Denn dann ist das ein Fall für die Mordkommission. Das heißt, Kameras sofort aus und Anruf bei der Mordkommission. Zwei Todesfälle. Zwei Obduktionen. Zwei Rätsel, die vor unseren Augen gelöst werden sollen. Also Michael, würde ich sagen, und andere Rechtsmediziner, die ich inzwischen kennengelernt habe, also die lassen sich nicht mehr abschütteln. Also wenn die an was dran sind und etwas gefunden haben, dann gibt es kein Vertun. Also dann wird es eng für denjenigen, der es war. So ist es einfach. Jan-Josef Liefers und Michael Zokos nehmen uns mit auf die Suche nach Antworten, die ihnen nur die Toten geben können. True Crime trifft Wissenschaft.